etwas nicht? Doch. Stimmt einiges nicht. Wir sind hier einfach in eine neue Folge gestartet und du laberst mir rein, du blöder Pisser, du blöder. Na, Shelly, du wolltest einen anderen Start von meinen Folgen, da hast du ihn. So. Hallöchen. Wir hacken jetzt dieses Ding. Jetzt musst du den Kern umgehen, um an die Daten zu kommen. Wenn du soweit bist, wird dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Okay. Den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Ich weiß nicht, wie ich das damals gelöst habe. Ich habe einfach nur immer irgendwas gedrückt. Und irgendwann war ich wie aus Zauberhand hier auf diesem Ding. Einfach so. Und gehackt. Du hast es. Gut. Jetzt lädt es die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case über Subjekt 17, Desmond Miles. Das Subjekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab, Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Obduktionsbericht Subjekt 17. Ein Team zur Probeentnahme beschreibt, wie die Überreste von Subjekt 17 zur Nutzung im Sample 17-Projekt eingesammelt wurden. Krasser Scheiß! Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und jetzt im Eilschritt runter in die Lobby, na los. Also, die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön. Sobald du sie abgegeben hast, tu so, als wäre das nie geschehen, okay? Alles klar. Heute Nacht. Wie auch immer, der Kurier wartete unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine, nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal, sei kein Kollegenschwein, hm? Außer du kannst nicht anders. Der Typ ist geil. Ehrlich. Okay, wir müssen das nächste Ding hacken. Also müssen nicht, aber wie er schon sagt, wir können. Deswegen tun wir es auch einfach mal. Und schon geschafft. Das meine ich, das geht irgendwie. Da achte mal nicht drauf, das geht einfach. Es funktioniert. Und fertig. Ich hoffe, da kriegen wir noch mehr so Filmchen und nicht nur irgendwelche Leseteile. Wäre nämlich voll geil. Hey Dad. Weißt du, es ist komisch. Ich habe diese Erinnerung an dich, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und ich denke daran, wenn ich arbeite oder bevor ich ins Bett gehe, weil sie mich irgendwie beruhigt, schätze ich. Ich war 14, glaube ich, und du hast mir beigebracht, wie man sich leichtfüßig bewegt, weißt du noch? Wie man sich der Geräusche seiner Bewegungen bewusst wird. Ganz einfache Dinge. Dinge, die ich jetzt verstehe, aber damals, ich muss dir sagen, dass ich dich für ein Arschloch hielt. Also, du sagtest, du gehst in dein Zimmer, setzt dich mit dem Rücken zur Tür und liest ein Buch und ich sollte mindestens 15 Minuten warten, aufschleichen und dir auf die Schulter tippen, ohne dass du es bemerkst. Ich erinnere mich sogar an das Buch, das du gelesen hast, das von Captain Johnson. Du hast mich gewarnt. Wenn du mich erwischst, muss ich von vorne anfangen. Dann gingst du hoch. Und ich wartete. Wartete, wartete und wartete. Ich wartete 4 Stunden, bis ich nach oben ging.
Selbst dann dauerte es 20 Minuten, bis ich die Treppe erreichte und weitere 30, um sie hochzusteigen. Nochmal 10, um in die Halle zu kommen. Und dann stand ich vor der Tür. Und ich sah in dein Zimmer. Und ich hatte so gehofft, dass du schläfst. Aber nein, du nicht. Du hast gelesen. Und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Aber 10 Minuten später war ich keine 2 Meter von dir entfernt. Und ich erinnere mich, dass ich den Fuß aufsetzte. Und du hast gezuckt. Ganz leicht hast du gezuckt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein, aber ich wusste, du hattest mich gehört. Du hast nichts gesagt. Du hast nur auf die Uhr gesehen, nach deinem Drink gegriffen, getrunken und weitergelesen. Aber ich wusste, ich hatte verloren. Nur du hast nichts gesagt. Ich wusste nicht, warum. Ich hechtete vor und tippte dich auf die Schulter. Du hast dich umgedreht und gesagt, oh, fantastisch, du hast mich hochgehoben und in den Arm genommen. Und ich habe nichts gesagt. Aber Dad, ich war so angepisst. Ich wollte dich anschreien, ich hatte versagt und du wusstest es. Aber du hast geschwiegen. Und ich war sauer. Wochenlang. Ich dachte, du würdest mich schonen. Ich dachte, vielleicht hättest du gemerkt, dass ich nie der Mann sein würde, der ich werden sollte. Erst vor ein paar Jahren habe ich kapiert, dass du auf die Uhr gesehen hast. War ein Hinweis, oder? Du hast mich gewinnen lassen, weil ich so geduldig war. Ich schätze, das hat dir imponiert. Weißt du, in dem Moment dachtest du bist lieber mein Vater und nicht mein Mentor. Ich weiß es wirklich nicht. Für dich ist das vielleicht dasselbe. Weißt du, wie auch immer, ich bin froh, dass sowohl mein Vater als auch mein Mentor an dem Tag Rücksicht auf mich nahmen. Ich verstand es damals nicht. Jetzt glaube ich schon. Lange Story, aber wichtig. Ich finde, sowas ist sehr, sehr wichtig. Also genießt es, zieht es euch rein und es ist nice. Wir machen gleich den nächsten. Machen wir heute mal einen Hacker-Day. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube, so viele können wir sowieso nicht hacken. Bezweifle ich zumindest. Halt. So lang. Ach, da sind wir schon. Auch mal wieder ruckzuck gehackt. Okay, da gibt es dann keine Story dazu. Papst, den kennen wir. Aus dem ersten Teil, aus dem zweiten Teil eigentlich. Okay, das ist schon alles. Gut, also wenn sowas öfter kommt, ist es okay. Ich tue gar nichts dagegen. So, aber ich glaube, mehr gibt's hier jetzt nicht. Denke ich mal. Nee. Das ist dann schon Sicherheitsstufe 2, wie man sehen kann. Da komme ich leider nicht rein. Jetzt sind hier noch ein paar Computer. Schauen wir doch einfach mal. Zumindest die, was nicht besetzt sind eventuell. Und da ist noch eine Notiz. Die geil ich natürlich auch gleich mal. So. Haftnotiz 4. Im 17. Jahrhundert wurde bla 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 bla. So. Sehr gut, 7 von 20 Haftnotizen haben wir. Du bist echt eine Diva. Geht schon, Kurier. Halt's Maul. Ich will schauen, ob wir noch was hacken können. Ich glaube, hier war auch noch irgendwas. Ne, sind alle besetzt. Und hier ist nur Stufe 1. Ja, gut, komm. Und was ist da hinten? Ist der nicht auch noch durch? Irgendwie? Da ist noch Stufe 1. Seht ihr das? Da geiern wir doch mal durch. Oder ist es das, wo ich herkomme? Ist das das, wo ich herkomme, ne? Ah, da war ich auf der anderen Seite noch nicht. Ich glaube zumindest, dass da auch noch was war. So, hier geht's nämlich da lang. Ich kann es nicht erwarten, deinen Bewertungsbogen auszufüllen. Das gibt ein dickes Ungenügend. Halt die Fresse. Da geht noch was. Da checken wir mal noch rein. Hier sind 2 Computer. Aber erstmal hier die Haftnotiz geiern. So, Haftnotiz 16 war das. Bla bla bla. So, okay, haben wir das auch geschafft. Ich denke, euch interessieren die auch nicht wirklich.
Und wenn ja, dann schreib mir nochmal, was da drin steht. So, wir hacken den nächsten Computer. Pass gut auf. Beim Verschieben von Daten werden sie permanent von Sicherheitsprogrammen überwacht. Schleich dich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten und schicken sie zurück. Okay. Das kriegen wir hin. Das. Ups. Okay. Das kriegen wir doch locker ran, oder? Ja, klar. Und schon erledigt. Zugriff gewährt, Extraktion erfolgreich. Schutzprotokolle werden umgangen. Verbindung erfolgreich. Okay, es ist ein paar Wochen her seit meiner letzten Aufnahme. Tut mir leid. Natürlich, ich meine, für dich sind es nur ein paar Sekunden. Ein Schritt runter in der Playlist. Jedenfalls, ich sprach von Clay, Kismarek, Subjekt 16. Also, als ich damals in Italien ins Koma fiel und im Inneren des Animus aufwachte, war es so beruhigend. Es war, als wäre ich in einem Traum erwacht, einem Nebelschleier, einem Traum, in dem dieser ganze Müll nie passiert ist. Ich fühlte mich, als müsste ich mich auf einen weiteren Tag hinter der Theke im Bad Weather vorbereiten und darauf, mich über mein Single-Dasein zu beschweren und nicht zu wissen, was ich mit mir anstellen soll. Aber als ich Clay sah, der einfach so da saß, kam es zurück. Weißt du, Stück für Stück. Und als er mir von Lucy erzählte, habe ich... Ach, fuck. Du weißt schon, es tat weh. Du weißt, daran zu denken, dass ich sie getötet hatte, ohne irgendetwas zu denken oder zu fühlen. Zumindest nicht in dem Moment. Tja, dann kam so viel zusammen. Die Erinnerungen von Ezio und Altair und die erste Zivilisation und dann, kurz bevor er verschwand, gab mir Clay seine Erinnerung. Mir. Er zeigte mir alles, was er gesehen und durchlebt hatte. Und es war kurz, aber überwältigend. Ich bin nicht sicher, wie ich es erklären kann. Er konnte einen kurzen Blick auf Adam und Eva werfen und ihre Flucht aus der Sklaverei. Er sah den Anfang und das Ende des Krieges zwischen den Menschen und der ersten Zivilisation. Er sah Minerva und Juno und Tinia, wie sie versuchten, ihre Rechnungen anzustellen. Zumindest nannten sie es so. Sie hatten Hilfsmittel, mächtige Maschinen, die die mögliche Zukunft vorhersagen konnten. Nicht, was geschehen wird, sondern was geschehen könnte. Möglichkeiten. Und sie investierten viel Energie, um herauszufinden, wie das wahrscheinlichste Zukunftsszenario aussieht. Für sie und uns. Und ich schätze, am Ende war ich ihr wahrscheinlichster Kandidat. Ein Typ namens Desmond, der am Ende des 20. Jahrhunderts unserer Zeit lebt. Aber welcher Desmond war der Richtige? Denn weißt du, mit Wahrscheinlichkeiten ist das so eine Sache. Sie verzweigen sich in so viele Äste. Welchen Ast von mir brauchten sie? War es der Desmond, der früh heiratete und einen Sohn bekam? Oder der Single Desmond in New York? Oder der Desmond, der nach San Francisco zog und Kellner wurde? Vielleicht der Desmond, der in einer Autolackiererei in Chicago arbeitete. Oder. Vielleicht war es das Ich, das nie von zu Hause weggelaufen ist. Die erste Zivilisation hatte viele Varianten zur Auswahl, aber am Ende fiel die Wahl auf mich. Ich bin der Desmond, dem ihre besten Berechnungen ausgespuckt haben. Ich bin der Desmond, dem sie ihre Nachrichten hinterließen. Und ich schätze, mit dieser Ehre muss ich wohl leben. So eine Ehre. Ich bin müde. Ich melde mich später wieder. Ciao. Alter, das sind lauter so geile Infos. Ohne Schmarrn, die lassen das Spiel wieder richtig storylastig werden. Bis zum geht nicht mehr einfach. Finde ich mal wieder mega nice, ehrlich. Und ich bereue es schon fast ein bisschen, dass ich den dritten Teil jetzt übersprungen habe von Assassin's Creed, weil die habe ich selbst, glaube ich, noch nie gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Und es wäre auf jeden Fall was wert gewesen, den sich reinzuziehen. Da bin ich mir zu 100% sicher, so wie alle Assassin's Creed-Teile bisher.
Aber was willst du machen? Es ist, wie es ist. Wir werden den dritten Teil dann höchstwahrscheinlich als nächstes spielen. Außer ihr habt irgendeinen anderen Teil, den ihr so gerne sehen wollt. Das müsst ihr mir natürlich dann auch in die Kommis schreiben. I have now resumed the practice of dressing as a man. I have put off my woman's dress. Why did you take it? Who made you take it? I took it of my own free will, with no constraint. I prefer a man's dress to a woman's. You made an oath, Jeanne. You swore to never again dress as a man. I never meant to swear that I would not resume the practice. Why have you done so? Because it is more lawful and suitable for me to return to the practice of wearing a man's dress, being always among men, than to have a woman's dress. I have resumed it because a promise made to me has not been made. How is he? Our three doing well. Are we still in 18th century Hungary? No. His connection is so stable, he's jumped between a few ancestors today. We're in 15th century France now. Turns out he's related to one of Joan of Arc's executioners. Surprise. Eileen, yesterday Vidic asked me to help him work out some of the bugs in his audiovisual renderer, and I told him... No. Come on, Satish, not you. It wouldn't be permanent. A few months at most. Months? That will kill every ounce of momentum we have. It won't, I promise. Honestly, I think this could help us. If I can get a look at what these people are doing, we could... Come on. He's trying to pull you over to his side. Don't you see that? He's luring you with quick victory and prestige. That's not what this is about, honestly. I need to get back to work. Eileen, I'm sorry. Do what you must. I'll survive. Surrogate Initiative, Test Session 32, April 2nd, 1981. Host Eileen Bock, DNA sample SB1970. Miriam, are you awake? What? Miriam's are coming for me. Who is? The guards? I see them from my window, amassing in the courtyard. My time is up. Basil, don't say this. You don't know that. Forgive me for this, Miriam. But I must tell you something. The artifact. We have it. But only Oscar and I know its location. Don't tell me. They will release you. Your family has connections. You must take the artifact and bring it to the assassins in Paris. Please don't. I don't want to know. It's safer if I don't. Hush now. If I die, knowledge of its location dies with me. You must bring it to the assassins. Assassins? I don't understand. It's a spy of St. Petrus. No, I don't want to hear. Seven. Hello? Eileen, hi. It's Carl. Carl, I know it's you. Sorry, you just sound exhausted. Did I wake you? No, I've just been busy. It sounds like it. I'm just a little tired, that's all. No, I mean, your project sounds fascinating. Your colleague, Dr. Warren Vidic, he called me recently and he told me what you've been up to. He what? Warren? Yeah, he told us about your research, memories, ancestry, all of that. He even asked if we'd be willing to come in and... No! Jesus, no! What the hell is he doing? Eileen, it's okay. We signed some papers, non-disclosure stuff. No! He's trying to fuck me over! Damn it! Eileen, we just talked about my mother, just like you and I did. World War II. That's all. It's the artifact. The what? Carl, if he calls you again, you tell him you work through me, okay? That's it. Vidic has been a pain in my ass for years, and I don't need him getting all the glory for my 2 years of hard work. All right. So how should I go about this? I mean, the wheels are in motion. I don't know. Just go through me if he contacts you again, please. All right. You'll do that? Of course. Yes. Thank you, Carl. I'm sorry I was short with you. I've just been exhausted. That's all. It's all right, hon. Just take care of yourself.
Morning, Eileen. We're almost ready. Just a few more adjustments. Okay. I had the team do some research on this artifact we've been chasing, and it appears the Third Reich actually found something matching its description sometime in 1940. And Eileen, are you all right? Sorry, yeah. I'm fine. Just a little scattered. Biddick called Meg's husband last night. He wants to put him in the Animus. To find the artifact before us? Exactly. Well, it would be fast using Biddick's Animus. And maybe that would get us back to our original work. Satish, if we let that happen, then all our money dries up. Lillian is paying for us to find the artifact, not improve our methods. Do you understand? Right, of course. I'm sorry. Let's just burn those bridges when we cross them. Are we ready? Yes, just a few more adjustments, Senorin. I made a small change to the genetic input modulator. I'm hoping that buys us a few more minutes. Even a few seconds would be nice. I'm ready. All right, settle in. So, meine Lieben, das war zwar eine ewig lange Audiodatei, aber auch wieder ziemlich geil. So, meine Lieben, ich würde sagen, tut mir leid, dass es hier sehr, sehr lang ging jetzt mit dem Hacken, mit den Dateien, dass wir alles abgegeiert haben. Aber ich finde es wichtig, ich finde es cool, mir gefällt es richtig gut, deswegen mache ich das auf jeden Fall weiter so, weil die Informationen, was ich da finde, sind schon extrem nice. Meine Lieben, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.